Am 10.12. gibt's endlich wieder GNU-Merch. Ein kleiner Leak, was euch erwartet. Und außerdem sind die Plüschis zurück. Es wird nice. Kauft mein. Ja, Spiel kam heute raus, Leute. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Avatar ist draußen. Seit heute. Deswegen schauen wir jetzt eine Stunde rein. Ich will euch nicht zu sehr spoilern. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr es euch holt oder nicht. Machen wir erstmal die Einstellung. Sprache Deutsch. Anrede als feminin. Woher wissen die das? Untertitel. Sprecherausrichtung. Ja, ich gehe damit. Helligkeit. Rechtshändig. Ja, wird schon passen. Yay. Ich bin erstmal für niedrig. Ich will geführt werden. Das sind meine Ansprüche an eine Beziehung. Gott, die Musik. Ist das eine geile Preview? Ach, Pandora, wärst du nur echt, ja. Wow. Eine tolle Preview. Ich bin ganz hin und weg. Das Spiel wäre in VR bestimmt mega. Ich glaube, da wird es einige Leute kommen, geben, die nie wieder zurück in die echte Welt kommen würden, wenn das möglich wäre. Acht Jahre vor der Schlacht der Halleluja-Berge. Im Tellos abgesandten Programm Tab-Internat für Kavi-Kinder. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem abgesandten Programm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Na'vi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, geil, als Abgesandte sein, zu den Na'vi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die Na'vi eine Allianz wollen? Aha, Rie. Alma. Sieht so weird aus, wenn die normale Menschenkleidung anhaben. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, aha. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. So unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Put up on its leg. Matsmuggel, Ftang. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ja, damit.
gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Die Kinder heutzutage werden immer größer. Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer. Manor? Manor, Tidens. Aungangahu, Dam. Satuel Unizola Nimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Dela, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Also hat er uns quasi einfach aufgezogen. Sie dürfen uns nicht unsere Navi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Avatare, die menschlich gemacht wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Geil. Das heißt, der hat uns aufgenommen. Wahrscheinlich macht er das Experimente. Angwa kane kelku. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Oh. Wir haben sie gefunden. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Navi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht. Aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Wenkiwane, Gegu. Bleibt stehen! Oh, shit, ich hab's schon geahnt. Nein! Nein, nein, nein! Acht Jahre später. Toruk, Makto und die Oma Tikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Dachte ich mir noch, wenn die erwachsen sind, dann gibt's nämlich richtig auf die Mütze jetzt.
Wir sehen jetzt wahrscheinlich Erwachsene und machen die fertig und entkommen. Und dann kommen wir in unsere Welt. Heute ja. machen wir weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No, das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt. Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren. Ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Hat die Navi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Cortez! Ich kümmere mich drum. Geh. Du weißt, was du tun kannst. Geil, wir können kommen. Wuhu! Schnell! Wir haben nur eine Chance! Let's go! Geil, die will uns jetzt retten. Weil die weiß, dass wir einfach nur... Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Süß. Hier schreibt jemand, ich habe beide Filme 100.000 Mal gesehen. Ich feiere es jetzt schon, dass nur Jacke Sully erwähnt wurde. So in love. Ah, jetzt kann ich mir meinen Avatar erstellen. Kann das sein? Yes, woohoo, let's go. Okay, lass mal gucken, was hier so geht. Ich finde sowas ja immer nice. Wir können jetzt erstmal gucken. Meistens immer so, dass Gesicht Nummer 1 so das ist, was die meisten Leute nehmen. Ich nehme Gesicht Nummer 1. Gesicht anpassen. Oh, da kann ich noch ganz viel machen. Nice. Ich habe jetzt auch schon ein paar Kommentare gesehen. Kommt mir das nur so vor oder sieht die Grafik deutlich schlechter aus als in den Videos zuvor? I don't know. Könnt mir da gerne jetzt eure Meinung auch reinschreiben zum Spiel, wenn ihr es auch schon länger gespielt habt. Das ist ja auch immer cool für Leute, die sich überlegen, das Spiel zu kaufen, dann zu gucken, was geht so, was sagen Leute, was gut ist, was sagen Leute, was nicht so gut ist und so weiter und so fort. Immer her damit. Augenform. Machen wir so richtig weiße Augen? Stimmt, die haben gar nicht so viel unterschiedliche Augenfarben, ne? Das ist so witzig, eigentlich jemand so eine Gestalt zu machen, die einen ja so überhaupt gar nicht ähnlich sieht. Okay, zurück. Gesichtsform, finde ich okay. Dann machen wir mal Stimme. Eine Hand wäscht die an. Eine Hand wäscht die an. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Haare sind ganz wichtig. Die Frage, wisst ihr, woran die mich jetzt gerade ein bisschen erinnern, wenn ich das sehe? Kennt ihr Abe? Kennt ihr das Spiel Abe? Irgendwie habe ich gerade Abe-Vibes und ich weiß auch nicht warum. This is what you find. Das ist ein bisschen Abe. Aber ich glaube, dass es gerade auch, wenn die ihre Klamotten anhaben und ihre Ausrüstung, wirkt es halt richtig episch dann, ne? Da kann ich, glaube ich, noch meine... Was kann ich da ändern? Was ändere ich da? Ach, die Punkte im Gesicht. Die Bemalung. Ach, die Streifen und alles. Crazy. Ich bin damit happy. Let's go. Wenn meine Stimme irgendwie zu leise ist, Ton zu laut, sagt mir gern Bescheid. Koop? Gibt's da einen Koop? Du lebst noch. Ich dachte, ihr werdet alle tot. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen.
sehr, sehr lange. Unaktikame. Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg, oder? Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu? So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Wir dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Okay, das heißt, wie viele Jahre habe ich jetzt geschlafen? Ui. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Ach, schön, wie der Punkte läuft. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Wieso sieht es hier drin so anders aus? Geht das auch schneller? Die RDA ist unterwegs. Ihr könnt später noch feiern. Komm, Is. Du wirst deine Kraft brauchen. In der Kantine gab es Rationen. Da sind sicher mehr. Glaub ich. Okay. Finde etwas zu essen. Kann in der Kantine gefunden werden. Okay, wo ist denn die Kantine? Wo sind Yefdi und Delisi? Vielleicht hat Alma sie zu einer anderen Kryokammer geschickt. Gucken, ob es hier was gibt. Damit nicht zu nahe. Aber ich glaube, wie nicht. Ich wurde nicht ausgebildet, Navi zu behandeln. Kann ich da lang? Na los, wir müssen weg. Oder in die wir Richtung? Wer sind diese Leute? Mercers Leute? Ist Mercer auch hier? Nein, nein. Das sind Freunde. Wir holen dich hier raus. In die Kantine. Wieso tut alles weh? Wie lange haben wir überhaupt geschlafen? Konzentrier dich aufs Essen. Wir brechen bald auf. Ist denn hier die Kantine, wo die gerade reden? Ah, hier kann ich wahrscheinlich rein, oder? Jeet. Wie witzig. Ich muss mich ducken, weil wir so viel größer sind. Das ist ja voll ungewohnt, weil die alle so klein sind. Ich will unbedingt in die Welt. Ich will die Welt sehen, Leute. Ich will die Welt sehen und verstehen. Da, die Kiste ist doch bestimmt für mich. Okay. Trockene Ration. Sie sind mit anderen in der Kyrokammer. Hier, konsumieren. Konsumiere Nahrung. Halte L1 gedrückt. Wir müssen weg. Okay, ich habe gegessen. Alle raus hier! Aber kann ich das überhaupt essen? Ich bin doch eigentlich... Muss ich doch was ganz anderes essen als das, oder? Okay, wir lassen mal die Nahrung. Ich müsste mich jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen. Die Kinder! Sie leben! Tess, sie hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie. Eins flüchtet! Okay, sprinten, let's go. Was ich mich frage, sind wir eigentlich wirklich Avatar-Geborene oder Kinder, die in die Körper reingepflanzt worden sind? Weiß man das schon? Ich mach's mal ein bisschen leiser, weil ich gerade auf der Flucht bin. Oh shit, ich bin ja so viel größer als die alle. Kann ich auch jumpen? Yes, let's go, ey. Parkour, Dead Island, Dead Line. Wie heißt immer Dying Light? Oh Gott, Hilfe! Okay, ich glaube, da kannst du richtig blitzen später. Oh Gott, Hilfe, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier hoch? Kann ich hier irgendwo hin? Oh shit. Ich frag mich halt, aufgeladener Sprung, um höher in die Weite zu springen. Wo muss ich da hin? Ich frag mich halt, ob es nicht cooler wäre, wenn man den Charakter sehen würde, oder? Da bin ich immer ein Fan von. Ah, hier geht's weiter. Kann ich das bitte aufmachen? Schlag. Egal. Vielleicht kann man noch einen anderen Modi einstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das fände ich ganz nice. Das hätte ich auch bei Cyberpunk cool gefunden, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte, dass du in den Modus wechseln kannst.
will jetzt unbedingt, unbedingt die schöne Welt sehen. Oh Gott, Hilfe. Lass mich! Nein, nein, nein! Oh nein, slide, Girl! Oh nein! Oh Gott, habe ich ein Glück. Glück, dass das hier nur ein Tutorial ist. Wo sind denn meine Freunde eigentlich alle hin jetzt auf einmal? Und geht. Noch ein Erfolg. Hier drüben. Bist du okay? Gott. Ja. Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden nicht. Ah, ist nur First Person, okay. Du musst weg. Jetzt. Wahrscheinlich Warte. Erlebt man so dann die Welt Wie auch heißt besser, du? Oder? Solek. Einer der letzten meines Clans. Ah, geboren, Dieses weil du vier Schicksal Finger und möchte ich dir ersparen. Ah, 10, 10. Nice. Weiter. Schnell und leise. Daher Los. Weiß ich das. Okay, wir sind wirklich geboren wegen den vier Fingern. Witzig. Witzig, witzig. Ich glaube halt, dass du die Welt geiler erlebst, wenn du wirklich den ja. Ego-Shooter. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Atme. Such einen Ausweg. Ich hätte gerne eine Lampe. Gib mir eine Taschenlampe, bitte. Kommt hier, strömt hier Gas raus? Sieht so aus, ne? Ja. Sieht nicht nur so aus, ist auch so. Okay, lauf bitte schnell. Ich will hier raus. Ich will da nicht hin, da steht der doch. Gott, da bin ich gesehen. Gott, Hilfe. Ugh. Solek? Hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich bin halt einfach auch sehr groß, ne? Ich fall halt auf. Ich fall halt ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. Okay, gehen wir hier rein. Hier. Gehst du mit in die Hocke, erschwert es den Gegner, dich zu entdecken. Wenn ein Gegner dich bemerkt, erscheinen und füllen sich die Entdeckungsmarker. Lass mich. Naja, das wollen sie immer nur. Wieso sind die immer so abfällig? Wir waren alle mal in Hilfe. Ich werde dir deinen Mund zukleben, wenn du nicht aufhörst. Oh nein. Oh Gott. Fast fertig. Wie kann man so ein Riesenviech wie mich nicht sehen? Das war knapp. Ich will raus. Entkomme aus dem Tab-Institut. Ja, Lass bitte. Nicht entkommen! Tötet sie! Nein. Ich bin doch so klein und unauffällig. Oh, ich glaube, da hinten ist der Ausgang, ne? Okay. Oh, die Turnhalle ist verschlossen. Ich suche nach einem Weg. Bleib wachsam. Reparieren. Aha. Okay. Mann, hätte ich gerne ein Schild oder sowas. Warte mal, bis die sich umdrehen. Ich finde es nicht so geil, wenn ich jetzt hier einfach reinstürze und die da sind. Fühle ich nicht so. Okay. Hast du ein Kartenspiel oder sowas dabei? Wenn die Gegner zu nahe kommen, kannst du sie durch Drücken von R3 erschlagen. Mhm. Seltsam, aber wahrscheinlich nicht gefährlich. Genau. Ganz genau so. Was ist hier los? Gar nicht. Genau. Beste ausgebildete Marine ever, ey. Solek! Okay. Alles wird gut. Ich würde jetzt so gerne unbedingt Pandora sehen wollen. Hm. Ah, hier. Oh, ich sehe schon ein bisschen was. Da ist doch schon ein bisschen Pandora-Boden, Leute. Okay, das ist schon mal gut. Hier wächst schon mal Stuff. Und wo komme ich hier raus? Ja.
Wie lange haben wir geschlafen? Ja, so lange, dass ihr Zeug wächst. Solek, empfängst du mich? Oh, shit. Oh. Erwischt. Was geschnappt, Harding? Ja, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder! Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Aber warum lebt er dann noch? Ich dachte, wir haben so lange geschlafen, dass es den nicht mehr gibt. Ist er irgendwie unsterblich geworden? Aber Solek, geht's gar nicht lang. Bist du okay? Das war viel zu knapp. Solek! Ich glaube, dass die jetzt alle sterben und opfern sich, oder? Und ich bin dann die Einzige, die wieder in die normale Welt kommt. Kann ich hier irgendwie weiter? Ich check manchmal nicht, wo es weitergeht. Oh, ist manchmal nicht so ersichtlich. Hilfe, wo bin ich denn? Help! Gott, Hilfe. Runter. Platsch. Geht's hier lang? Ja. Oh je. Oh, das sieht schon richtig geil aus. Okay, also wenn die ganze Welt in dieser Ding sich durchzieht, dann gebe ich eine. Dann drehe ich durch. Dann werde ich eaten. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich raus und dann können wir das sehen. Die Musik verrät schon so ein bisschen was. Ja, Leute. Oh Gott. Oh wow, jetzt glaube ich, es geht vielleicht richtig ab, ne? Jetzt verstehe ich, warum es Ego-Shooter ist. Wow, ist das schön! Geil! Oh mein Gott. Die Musik! Ach, ist das geil. Ich habe Gänsehaut. Wow. Toll. Toll. New Quest Pandora. Wow. Hallo? Ist das toll. Vielleicht sind sie ja am Wasser entlang. Toll. Also ich muss sagen, sie haben es jetzt echt gut gemacht, weil du fängst ja an in diesem Raumschiff und denkst dir so, boah, eklig. Und dann kommst du hier raus und kriegst den Flash. Das haben sie gut. Also das für mich bezogen, ne? Das ist immer kritischer. Das hat mich jetzt gehuckt. Das fand ich jetzt geil, wie sie das gemacht haben. So dieses, du bist in dieser scheiß Raumstation, die ist nur Metall. Und dann das. Wow. Toll. Ich muss Nahrung essen. Ich hab voll Hunger. Das ist toll. Wow. 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 Das ist amazing. Aus dem Weg! Boah, ist das cool. Crazy. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich vom Anfang nicht abschrecken lässt, ne? Weil ich finde halt, ich weiß, wie es euch geht, ich finde bei so viel Open-World-Games, auch bei Harry Potter, ich finde die Mimik so grausig. Also ich finde teilweise, dass die Mimik mich so rausholt. Meine Schwester spielt es gerade und ich schaue ihr zu. Und ich finde auch bei Harry Potter so, die reden und dann gehen die immer wieder in ihre Default-Emotion zurück. Muss euch nicht stören. Ich finde es irgendwie nervig. Ich achte auf sowas. Mehr halt RDA. Was ist passiert? Halt bei vielen Open-World-Games so, dass die nicht so auf die Face-Features irgendwie achten. Wow, sieht das toll aus, ey. Yay. Für PlayStation, für Xbox, für alles. Ich muss schwimmen. Oh, schön. Das sieht ja richtig nice aus. Hier den Fisch will ich. Hey, wie viel Wesen du da auch entdecken kannst. Ne? Das ist so cool. Jetzt verstehe ich, warum sieht das in... Oh, sieht das cool aus, wie sich das da bewegt. Schaut mal die Lianen, die Bäume. Ich muss das mal kurz hier festhalten. Also allein sich einfach hier hinzustellen, das sieht ja toll aus.
Die Geräusche, ich mach mal laut. Toll. Das ist kaputt. Wow. Ist das schön. Was glaubt ihr, wie mir da, wie geil das ist, wenn man die Flugdinger hat und über diese Welt fliegt? Geil. Toll. Wow. Diese Details. Betankungsanlage. Jetzt funktioniert doch die Lenkung viel besser als in diesen beengten Räumen vorhin, ne? Solek! Oh, Solek. Solek? Hier. Oh, wo ist der Bree? Ich sehe ihn nicht. Ach, da! Oh, der ist aber gut getarnt. Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Geil Tutorial. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Du findest sie schon. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist wie? Sieh den Wald wie ich. Okay, so. Siehst du? Das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Cool. Lass deine Sinne dich leiten. Gut, ich hab genug. Jetzt kannst du Pfeile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschenmetall zu durchdringen. Hm, okay. Du bist soweit. Oh. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofit. Die Schote einer Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Keine Sorge. Ja, warum voll? Ich dachte auch am Anfang. Ufer. Sie wachsen am Wasser. Okay. Ich dachte auch am Anfang so, ob mir das gefällt und so. Und jetzt bist du in dieser Welt draußen und denkst dir so, da ist wahrscheinlich die Pflanze in dem Wasser. Sieht übel fesch aus. Schaut euch das mal an. Ist einfach geil. Genau, und du kannst den Leuten auch aufs Maul hauen. Oh, shit. Das ist geil. Also jetzt verstehe ich vollkommen, warum es Ego-Shooter ist. Mega nice. Rum. Vielleicht können wir aus dem unbedingt die jetzt TikTok draus machen, wie ich auf diese Welt reagiere und das direkt heute hochladen. Kannst du das gleich ready machen, weil das war wirklich ein Wow-Effekt. Soldaten! Okay, die Blume ist da hinten, ne? Da sind die Blumen. Öffne das Waffenrad, indem du L1 hältst. Wähle den Langbogen aus und halte, für die Pfeile herzustellen. Habe ich schon gemacht. Aber ich kann es nochmal machen. Da die Frage, töte ich die oder schleiche ich? Ich glaube, ich versuche noch zu schleichen. Auf was für einem Mond gibt es Killerkäfer? Dieser. Oh. Oh, warte mal. Okay, und dann? Angeblich gibt es ein Navi der Größe. Damit kann ich die Tiere Baum anlocken. Ach, wie süß. Liegt er lieber irgendwo, nur nicht hier. Okay, ich würde gerne da hinten zu den Pflanzen hin. Und da hinten, was ist denn das da hinten? Oh, das sind voll die Riesenviecher. Ich wünschte, wir hätten hier draußen Raketenwerfer. Ich glaube, die sehen mich hier nicht. Eigentlich nur die Pflanzen holen. Das ist schräg. Ich bezweifle, dass da was ist. Los geht's! Oh shit, die haben mich gesehen.
Die Schweine. Habe ich jetzt die Pflanze gefunden oder nicht? Eigentlich sollte ich die umbringen, ne? Ich bringe die jetzt um. Jetzt reicht's! Was duftet denn hier so? Da ist ja die Sau. In meinem Habitat. Der Sack sieht nicht, ist aber unrealistisch. Was der mich hier sieht, ey. Boah, den biete ich jetzt auch einen Pfeil in die Birne, zumindest. Ich hab die Dapofet. Komme zurück. Geil. Noch mehr Soldaten. So. Das war für die Gefangenschaft. Ich glaube, dass die ihn schon getötet haben, ne? Shit. Ich komme, Geronimo. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh no. Shit. Nein! Er lässt sich nicht lebend fangen. Genauso. Deine Maschinen, die sich vom Pfeil und Bogen kaputt machen lassen. So, Schnauze halten. Kann ich dich looten? Die haben überhaupt nichts, was ich brauche. Ja. Du kleiner Chiller. So heilen wir uns. Er hat sich einfach mal wieder seinen Arm selber eingerenkt. Du hast kein Lied. Das meiner Mutter wurde geraubt. Ändern wir das. Ja. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Wow, ist das schön. Ich will eigentlich jetzt die ganze Welt einfach nur erkunden. Einfach alles anschauen. Alles hier inhalieren, alles. Guck mal, die Karte, wow. Hier war Paperkessel, was ist hier? Willkommen im Widerstand, verfolgen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Kartenwegpunkt, drücke X, um einen Wegpunkt zu markieren. Diese Markierung erscheint auf dem Kompass. Ah, kann ich mein Aussehen jederzeit ändern, nice. Soll ich mit dem Beutel gar nichts. Zwei und erschießen, ja. Okay. Ich will jetzt ein bisschen erkunden, Leute. Ich will ein bisschen schauen. So, mit Pfeil und Bogen. Ich bringe jetzt ein paar Tiere um. Ein bisschen das Gleichgewicht wieder durcheinander bringen. Es ist cool und die ganzen Geräusche. Ist so nice. Ah, ich dachte doch, macht er da die ganzen so Blob-Geräusche. Kann ich die kaputt machen? Ah, nice. Okay, da können wir bestimmt dann Gegner dran stellen und dann
wie cool ich jetzt auch die Welt erkunde. Das ist schon eine coole Idee, dass wir jetzt aus dem Raumschiff entkommen sind, wo wir uns auch noch nicht auskennen. Also mit ihr, mit unserem Charakter lernen wir jetzt quasi auch die ganze Welt. Brunnenbaum. Ein Baum mit Wasserkapseln, die platzen, wenn sie reif sind. Okay, kann ich da was sehen? Blick ins Jagdbuch. Süß, und die ganzen Spuren. Das ist cool, ey. Ich erkunde die Welt. Was ist das hier? Untersuchen. Einsiedlerknospe. Ein großes Kraut mit einer Blüte aus blauen Blättern. Ich muss meine Grenzen erkunden, Leute. Das ist wichtig. Oh, das sind wieder diese Dinger. Wow. Untersuchen. Kobolddistel. Eine Kobolddistel. Wie cool. Eine Kobolddistel. Hat sie schon. Wie cool, dass es hier einfach so viele Sachen mit dem Monstera. Ich muss erkunden. Alle aus dem Weg. Hier gab es auch so ein paar Tiere, die so ganz interessant waren. Ich wusste meinen Kompass da oben. Hier habe ich die ganzen Maschinen zerstört. Hier will ich nochmal hin. Da waren nämlich da hinten noch ein paar interessante Tiere. Wow. Wow. Was sagst du, die Mut der Community? Was sagt ihr? First Impressions. Ich glaube, die Switch... Nee, ich glaube... Ich weiß nicht, gibt es ein Spiel für die Switch? Ich glaube, dass die Switch dann explodiert, oder? Boah, das ist so cool hier auf diesem Baum, wie das einfach alles aussieht. Das ist so nice. Tut dir nix. Jetzt hat er voll die Beine. Okay, erschießen würde ich es trotzdem gern. Kann ich mir nicht auch so ein paar Dinger holen? Boah, es hat voll viel Energie, ey. Nehmen wir mal so ein paar von denen, oder? Die heilen mich ja auch. So eigentlich Heilung. Heilungsbeutel, yes. Nice. Was ist das? Okay, ich möchte gerne den Wegpunkt mal folgen. So, hier war Betankungsanlage und ich glaube, wo muss ich denn hin? Zum Blauen oder hier zur Hand? Ich glaube, hier zur Hand, ne? Ich bin schon richtig. Das bin ich. Das war die Betankungsanlage und da muss ich, glaube ich, hin, oder? In die Station hier, kann das sein? Oder muss ich hier hin? Da komme ich ja her. Das heißt, dahin. Oh nein. Geh weg. Das heißt mir nicht. Ist er tot? Oh ja. Gnädig. Kann ich dich looten? Ja, ich kann den looten. Geil. Brauchen wir wieder ein paar Pfeile. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Was ist denn das hier? Ey, gibt so viel zu erkunden, ne? Es tut mir leid, ich muss mir gerade alles anschauen. Ich kann das haben? Ich sammle das jetzt ein. An Sachen ziehen. Oh. Okay. Hier. Das Sammel. Ich will es nochmal lesen. Okay. Oh Gott. Das ist ein Pain. Ich muss sogar wissen, wie ich die Sachen ziehe. Sotlek? Sotlek, bist du da? Ich weiß nicht, wo ich bin. Siehst du die Klippen beim Wasserfall? Klettere da hoch. Okay. Oben am Wasserfall weiß ein hohler Stamm den Weg zum Lager. Ich warte dort auf dich. Okay. Das ist jetzt... Ich hab wieder Hunger, ne?
Ein hohler Stamm. Der Wasserfall. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Okay, das heißt, ich muss oben auf den Wasserfall rauf, ne? Kann ich das hier haben, bitte? Kann ich mich hier eigentlich hochziehen? Ich kann hier hochklettern. Ich muss hier hoch. Das ist schön einfach nur. Look at this, my friends. Okay, wir gucken mal weiter. Hier geht es, glaube ich, auch hoch. Jetzt wieder was? Her damit. Ja, die Hände erinnern mich an Abe. Kann ich mich hier auch festhalten? Ich schieße auf Geschosse. Ah, okay. Wo ist mein Pfeil und Bogen? Ah, hier. I understand. Hoch. Im Grafik- oder im Leistungsmodus? Ich weiß nicht. Wieso? Was ist los? So, aufgeladener Sprung. Da hinten ist es doch schon. Um noch weiter hochzuspringen, führe im Sprint einen aufgeladenen Sprint aus. Halte X und aufgeladener Sprint. Oh, das war dann wohl nichts. Wieso? Ist irgendwas mit der Grafik oder der Qualität? So, um noch weiter zu springen, führe im Sprint einen aufgeladenen Sprung aus. Ah, okay. Aber die hält sich ja nicht fest. Muss ich vielleicht mein Zeug loswerden hier? Okay, nochmal gucken. Okay, also einfach nur so. Nee. Okay, so. Aber dann halt rechtzeitig abjumpen, ne? Das war doch jetzt aufgeladen, ja. Halt so komisch, weil die sich so nach unten duckt. Aber dann müsst ihr euch einfach trauen, ne? Oh, ein Lager. Verfolgt die Quest aktualisiert. Jetzt noch eine Kiste. Ich kann noch irgendwie Essen haben, bitte? Ich hab Hunger. Kann ich halt das Fleisch auch roh essen oder muss ich mir das braten? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Oh, das schmeckt doch. Hello, it's me. Das sind doch alles Sachen, die Menschen brauchen. Wow, schön. Oh, und den Segel und allem. Boah, die Libellen sind ja furchtbar. Also groß. Ach, witzig. Die so klein sind, ne? Das ist echt geil. Und versuchen. Essen. Nee, Peise. Oh, Speere. Da ist er doch. What's poppin', homie? Schall isoliert, Priya. Tut mir leid, der Filter hat geklemmt, aber Jin denkt, er hat es jetzt. Oh, wow, noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Ups, tut mir echt leid. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Oh, richtig. Sorry. Owen, Nati, komm her! Oh Gott, Hilfe. Was?
Wir Menschen wirken einfach so erbärmlich klein. Wir können den Navi-Bereich für mehr Besucher erweitern. Da bist du ja. Hier drüben. Ah, okay. Hello. Das lief gut. Friends. Du hast es geschafft. Als wir Schüsse hörten, sagte Alma, wir sollten fliehen. Bist du okay? Angeschlagen. Sotlek hat mich gerettet. Wo sind die anderen? Ritnella und Nor leben. Sie wollten nach draußen. Das sollten sie lieber nicht. Zu gefährlich, oder? Keine Sorge, ihr seid sicher. Das zählt. Was ist passiert? Das THP lag in Trümmern. Mercer ließ es bei der Evakuierung zerstören. Die Wände haben euch begraben. Ich hielt euch für tot. Oh, danke. Priya hat Funksprüche der RDA über ein Signal beim TAP aufgeschnappt. Ich wagte nicht zu hoffen. Wie lang waren wir dort? Fühlte sich wie nur ein Tag an. Für euch sollte es sich so anfühlen, aber es waren 16 Jahre. 16 Jahre? Was? 16? Alma. Kann nicht sein. Ihr müsst verstehen, euch jetzt wiederzusehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nie wieder passieren. Pass auf. Komm zur Ruhe. Rasch kümmert sich um dich. Daylan kennt sich schon aus und kann dich rumführen. Das hier kann dein Zuhause werden. Du wirst sehen. Ich hab voll Bock, wieder Avatar zu schauen, wenn ich das sehe. Quest. Nutze deine Navi-Stimme durchhalten. Völlig surreal. Ja, ich, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Alma hat recht. Nur eine Minute, sorry. Wie geil, ich sag, haltet eure Schnauze, wenn ich gerade weggehe. Hier, Handel. Oh, Handel. Oh, Werkbank. Oh, hallo. Kann ich mir auch Kleidung machen. Mhm. Cool, da kann man sich später nochmal richtig was werkeln. Das ist also so im Prinzip meine Basis. Hier kann ich Waffen auch bekommen. Geil. Was ist das? Ah, okay. Granaten. Blendgranaten sind gut für diese Maschinen. Yay, yay, yay. Was haben wir noch so? Ein paar dieser Früchte duften so gut. Man will sie vom Baum reißen. Hier haben wir noch was. Was ist das? Auch wahrscheinlich so eine Vorratskiste, oder? Waffenrad. Spezialmunition herstellen. Da hinten ist ein Bildschirm. Was kann ich damit machen? 16 Jahre. Völlig surreal. Ja, ich, weiß auch nicht, ach, was cool, ich davon guck mal, da kann soll. Ich wahrscheinlich die Gegend Westfront hier reinigen. Wir können uns zu Hause fühlen. Und dann steht, wie viel Prozent also, ich quasi aufgeräumt cool habe von Schmutz die ganze und Verschmutzung, oder? Das wäre ja cool, dass du so deine Bereiche hast, die du dann reinigen musst. Sieht irgendwie so aus. Schön, die Musik. Sie ist immer bereit, voll süß, diese Kuschelecke hier auch. Da war die Wand. Hier, was ist hier? Hier schlafen die Leute. Sarintü. Nein. Sarentü? Er ist dort drüben. Das ist Rasch? Er ist cool. Geil, die Ausrüstung. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Nice. Du musst Rasch sein. Rajinda, bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte. Ich kenne Alma. Alma nennt mich Rasch. Dich kenne ich nicht. Oh. Ich bin neu. Entspann dich, Neue. Ich wusste, dass du kommst. Hast die ganze Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Hallo Hasi. Ich finde bis jetzt mega nice. Vor allem geflasht war ich halt, als ich aus dieser Anfangswelt kam, in die jetzt. Ich glaube, dass ich es tatsächlich für mich selber Englisch stellen werde. Nichts gegen die deutsche Synchronisation, aber es wirkt halt dann, glaube ich, vielleicht einfach anders. Und ansonsten übel geil. Also das kannst du richtig grinden. Ne? Ich zeig dir mal kurz die Welt. Ich geh nochmal kurz raus. Hier ist quasi deine Base, dein Headquarter. Und dann, oh, ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe, aber ich werde es dekontinuieren. Ach, okay, durch die. Damit ich rausgehen kann, so.
die Welt sieht halt schon episch nice aus. Ne? Das muss man schon echt sagen. Kannst du auch selber hier dein Inventar craften. Kann ich mir eigentlich noch ein paar... Ich würde mir noch ein paar Speerspitzen gern machen und ein paar Pfeil und Bögen. Und hier ist eure Base und hier macht ihr dann im Prinzip eure ganzen Quests. Guck, ob ich hier noch die... Genau, die brauche ich. Ja, voll nice. Also ich zeige euch noch mal ein bisschen was von der Welt, weil die ist echt... ach, guck mal, im Lager kann ich gar nicht craften. Die ist halt echt crazy, die Welt, muss man schon sagen. Ist halt schon richtig, richtig schön. Kann man auch klettern. Also... Das ist schon wowie. Wowie. Kann ich eigentlich über runterfließen? Ja, ich glaube schon. Ich laufe mal kurz weiter, weil ich würde gerne mal... Und wo kann ich meine Sachen nochmal craften? Essen. Oh, geil, der Spieß. Hier ein bisschen die Sonne, da sieht es nicer aus. Ich glaube, das Ziel des Spiels ist, die Bösen von der Insel und von Pandora zu befreien und dass sie sie nicht zerstören. Uns wahrscheinlich auch zu rächen, weil unsere Schwester ja getötet worden ist. Sehen die Bäume auch einfach nice aus. Der lebt ja, oder? Sieht aus, als würde er leben. Also ich finde es auch, was ich halt super cool finde, dass ihr mit diesen, mit eurer Spielfigur quasi auch Pandora anfangt zu erkunden. Das finde ich halt übel cool. Und dass ihr auch alles neu lernt, weil ihr noch nie in dieser Welt wart halt. Das ist halt schon echt nice. Hier ist wieder eine neue Base. Hier seht ihr übrigens auch die Karte. Die ist riesig. Insane groß. Oh mein Gott. Ja. Hier seht ihr alles, was ihr eingesammelt habt. Quests könnt ihr jederzeit starten. Charaktere könnt ihr auch eure Ausrüstung packen. Ich glaube, das nächste, was man macht, man holt sich jetzt einen verbesserten Panzer. Und dann folgt man den Quests, erforscht die Welt. Ich glaube, man kann auch reiten. Ich glaube auch gesehen zu haben, dass man auch fliegen kann. Hier liegen tote Wesen. Was ist hier passiert? Ist nicht gut? Hier ist auch alles so ein bisschen ekliger, ne? Ich glaube, das ist so das, was wir vorhin gesehen haben, dass man auch unschöne Teile der Gegend vor irgendwas befreien muss. Sieht ja hier schon auch nicht mehr so lebendig aus jetzt auf einmal. Das sind doch diese Wasserdinger hier, ne? Ja, ein Jagdbuch ansehen. So cool, ey. Da kannst du dich einfach einlesen. Das ist so nice. Und die Geräusche sind so toll. So ein schönes Game. Ja, da war ich jetzt echt geflasht, muss ich sagen. Auf einer Seite will ich weiterzusehen, aber will es auch selber spielen. I know, deswegen schreite ich auch gerade mit der Quest nicht voran. Damit ich euch nicht zu sehr spoiler, wollte euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wie das Spiel so läuft, wie es so aussieht, wie die Grafik ist, die Story, den Anfang, Charaktere und so weiter. Und dann könnt ihr gerne schauen, ob ihr euch das holt oder nicht. Es gibt auch riesen Tiere. Ist auch so geil, diese ganzen Geräusche, die du irgendwie nicht zuordnen kannst, weil du es in deiner Welt nicht kennst. Ich geh jetzt mal runter und hoffe, ich verletze mich nicht zu sehr. Ich glaube, wir halten schon einiges aus, ne? Was ist denn das hier? Das sieht aber bedrohlich aus. Hier. Ein hoher Baum mit kugelförmigen Explosiven. Okay. Das will ich sehen. Ich glaube, dass es gerade wichtig ist, wenn du mit Gegnern kämpfst, dass du da mal drauf schießen kannst, ne? Nice. Ich habe das Gefühl, der Wald wird hier so ein bisschen dunkler und gruseliger. Aber ist auch cool, dass es auch so Passagen gibt. Ihr seht es schon. Wo es so ein bisschen grauer und gruseliger wird. Gibt es also auch. Wahrscheinlich gibt es auch welche, wo sehr viel Nebel ist. Viel zu klettern hier. Ich glaube, hier waren ja auch die Passagen, wo man wahrscheinlich auch fliegen kann dann. Vor allem auch hier, definitiv. Also man wird 100% fliegen können, ja, definitiv. Dann kannst du auch da hoch. Und ich bin auch gespannt, ob es hier auch noch irgendwie jetzt nochmal komplettes Meer. Schon nice, ne? Riesig, 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 riesig. Tolle Welt. Ich glaube, das auch vor allem die hier hinten. Wo war die gerade? Dieses Meer. Wo war das? Hier. Ich glaube, dass das hier richtig schön aussieht. Hier. Mit dem Wasser und dem Meer und allem. Ihr seht also, Leute, es gibt viel zu erkunden. Ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr spoilern. Aua. Ich wurde ange...
Ich bin mega gespannt auf deine Meinung. Was sind deine Eindrücke? Wirst du es dir holen? Hast du es gespielt? Es ist einfach mega schön, allein diese Pflanze hier. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr es euch holt. Und ich finde es bis jetzt mega geil. Also gerade für Avatar-Fans kann ich mir das sehr cool vorstellen. Vielleicht gibt es auch Leute von euch, die das schon länger gespielt haben. Da bin ich auch sehr gespannt auf Feedback. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer fürs Zuschauen. Würde mich über deine Meinung sehr freuen. Über einen Daumen nach oben auch. Und wir sehen uns definitiv wieder in den nächsten Videos. Ich bin hellauf begeistert.